Jo Leute, heute habe ich mal den Vorbrenner aus Magnesium, Schwefel und Alu, also den Goldvorbrenner, den ich ganz am Anfang getestet habe, mit Eisenfunken. Ich habe ja schon den mit Titan getestet, was mega funktioniert hat. Auch ohne Titan hat er schon super ausgesehen. Und ich habe da schon angesagt, ich werde den mal mit Eisenfunken auch noch testen. Genau, und jetzt habe ich hier noch Eisenfunken dazu. Wie viel seht ihr jetzt dann gleich, steht dann da oben dran. Hergestellt habe ich den wie in nur einem Video, wo ich mal so Vorbrenner aus legalen Chemikalien gepresst habe. Ist jetzt in der Infokarte, beziehungsweise in der Playlist, die jetzt in der Infokarte ist. Ja, schauen wir mal, wie die Eisenfunken sich so ansehen. Also es hat auf jeden Fall wieder den Effekt ergeben, den ich mir erhofft hatte. Die Eisenfunken haben richtig schön golden gebrannt. Also die Titanfunken, wo ich den mit Titan getestet habe, die waren ja mehr so silbern. Und die Eisenfunken sind jetzt so richtig schön eisengolden, halt wie glühendes Eisen eben. Also ist auf jeden Fall eine richtig geile Ergänzung zu dem Goldvorbrenner, der ja auch schon ziemlich gut funktioniert hat. Ja, Abbrandverhalten war auch so gut, hat diesmal länger gebrannt als mit zum Beispiel Titan. Was sich natürlich positiv auswirkt, würde ich sagen, aufs Abbrennverhalten, ist es auch nicht verstopft oder so. Und mit Viscoats gezündet. Also richtig hübscher Eisenfunken-Vorbrenner. So, ob man daraus Sterne machen kann, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil eben wie gesagt kein starkes Oxidationsmittel drin ist. Und damit brennen die Dinger eigentlich zu schlecht oder zu schwer, als dass sie in Sternen zünden würden bzw. gut abbrennen würden.